Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres Upload-Videomagazins 2023. Heute starten wir auf den Balearen, wo wir einen Job begleiten, der viel Fingerspitzengefühl erfordert. Einmal quer durch Europa geht es dann weiter nach Großbritannien, wo sich auf zahlreichen Baustellen LTR-Krane größter Beliebtheit erfreuen. Und was es mit dieser Anlage hier auf sich hat, darüber berichten wir im dritten Beitrag. Im Hafen von Palma de Mallorca ist es noch ruhig, als die Ladeklappe des Fähranlegers aufgeht und ein blauer LTM 1650 8.1 des Kranverleihers Lemmern vom Deck rollt. Sein Auftrag? Das 72 Meter lange und 24 Tonnen schwere Aluminiumrigg einer Superjacht abzumontieren. Die Herausforderung? Die hochfragile Last nicht zu beschädigen. Höhentauglichkeit, Fingerspitzengefühl und technisches Know-how sind gefragt, wenn der Mast eines kleinen Segelbootes oder einer Superjacht in die Wartung muss. Als Spezialisten sind Takler, auch Rigger genannt, zudem für den Bau sowie für das Aufstellen und die Verspannung von Segelmasten verantwortlich. Je höher ein Mast ist, desto größer muss auch der Kran sein, der diesen vom Boot hebt. Ein Unternehmen, das solche Takelagearbeiten macht, ist RSB Rigging Solutions auf Mallorca. Für eine Superjacht wurde extra ein Kran vom spanischen Festland auf Mallorca eingeschifft. Viele Stunden an Planung und Vorbereitung waren für den Hafeneinsatz notwendig. Sechs Rigger von RSB Rigging Solutions haben etwa 10 Tage lang allein die Takelage für den Hub vorbereitet. Ist der Mast erstmal am Haken und aus der Verankerung gehoben, gilt es auf die Windverhältnisse zu achten. Wenn der Mast aufgebockt ist und unter dem Kran hängt, ist er instabil. Wir müssen also sehr vorsichtig sein, wie er aus dem Boot gehoben wird. Der Mast wird mit dem großen Kran angehoben und dann auf das Trockendock geschwenkt. Dann haken wir einen zweiten 200-Tonnen-Kran an der Unterseite ein, stellen ihn horizontal und legen ihn dann auf dem Boden ab. Der zweite Kran, den RSB Rigging Solutions bei diesem Projekt einsetzte, war ebenfalls ein Liebherr-Kran. Ein LTM 1200 5.1 aus der eigenen Flotte des mallorquinischen Transportdienstleisters Gruaspol. Konkret für dieses Manöver haben wir das Problem, dass der Kran mit einer Kapazität von 300 Tonnen, den wir zurzeit haben, nicht in der Lage ist, diese Operation durchzuführen. Also mussten wir einen Kran von Lehmann, unserem großartigen Partner, unter Vertrag nehmen. Sie konnten uns einen 650 Tonnen Kran leihen. Zusammen konnten wir diesen Einsatz durchführen. Nachdem der Mast auf den Transportböcken liegt und in die Werfthalle gefahren wurde, ist er bereit für die Wartung. Das dauert bei einem Segelrigg dieser Größe etwa 12 bis 18 Wochen. Wussten Sie eigentlich, dass wir in Ehingen bereits seit knapp 20 Jahren Raupenkrane mit Teleskopauslegern fertigen? In ihren Anfangsjahren stand diese Krangattung im Schatten der klassischen Mobil- und Raupenkrane. Doch seither hat die Popularität dieser hochflexiblen wie auch kompakten LTR-Krane enorm zugenommen. Das zeigt auch ein Blick in die britische Hauptstadt. Ob im Londoner Geschäftsviertel Canary Wharf, die Baustellen von HS2, dem größten Bahninfrastrukturprojekt Großbritanniens, oder eine Wohnanlage im Großraum von London, LTR-Krane sind bei britischen Großprojekten im Dauereinsatz. Aktuell entsteht in den Docklands von London ein hippes Shopping- und Wohnareal. Weil sie auch unter Last mobil sind, sind Teleskop- und Raupenkrane von Liebherr nicht nur auf dieser Baustelle besonders gefragt. Etwas außerhalb der City in Leatherhead arbeiten zwei LTR 1060 daran, ein mehrgeschossiges Wohngebäude zu errichten. Die beiden Krane von Q-Crane und Plant Hire haben sämtliche Jobs regulärer Baukrane übernommen und auch das Materiallager mitbedient, indem sie angelieferte Baustoffe von LKWs laden oder an den Ort transportieren, an dem sie benötigt werden. Wir haben eine Menge Pick-and-Carry-Aufgaben über die gesamte Länge der Baustelle. Zu Baustellenbeginn mussten wir 100, 200 Meter vom einen Ende zum anderen zurücklegen. Wie Sie vorhin gesehen haben, sind es jetzt gut 10 Meter oder so. Gebaut werden hier 214 Apartments auf 4 Geschossen. Normalerweise kämen bei einem solchen Projekt 2 oder 3 Turmdrehkrane zum Einsatz. Wir haben hier Raupenkrane anstelle von Turmdrehkranen, einfach wegen des Zugangs und der Manövrierbarkeit auf der Baustelle. So können wir Materialien bewegen. Wenn wir die beiden Raupenkrane nicht hätten, hätten wir wahrscheinlich mehr Krane, unter anderem auch Turmkrane. Diese würden natürlich mehr Platz beanspruchen und mehr Zeit für den Auf- und Abbau in Anspruch nehmen. Eine spannende Entwicklung also, dass diese Geräte mittlerweile so beliebt sind, dass sie auch auf den vielen Baustellen des Schnelltrassenprojekts Highspeed 2 zum Einsatz kommen.
Ende der Dekade soll die Trasse fertiggestellt sein und die Reisezeit von London nach Birmingham nahezu halbieren. Züge mit Geschwindigkeiten von rund 360 Stundenkilometer benötigen dafür neue leistungsfähige Strecken, Knotenpunkte und Bahnhöfe im Untergrund der Metropole. Seit 6 Jahren wird der künftig mächtigste Bahnhof Großbritanniens, Old Oak Common, gebaut. Die Baustelle erstreckt sich weit über 1 Kilometer Länge und zählt 14 ober- und unterirdische Bahnsteige, die später täglich 250.000 Fahrgäste bewältigen werden. Praktisch auf der Baustelle, auf der es auch mal eng werden kann, ist die Möglichkeit, das Fahrwerk in schmale Position zu bringen. Mit nur noch 3,5 Meter Breite, also 155 cm schlanker, kann er so zum nächsten Job rollen. In jeder Hinsicht schätzen die Arbeiter die Flexibilität der LTR-Krane. So auch die teleskopierbaren Ausleger. Bei Uxbridge am Westrand Londons befindet sich ein weiterer Hotspot des Schnellbahnprojekts. In offener Bauweise entsteht hier auf 880 Metern der Copthall-Tunnel. Ein LTR 1060 kümmert sich ausschließlich um eintreffendes Baumaterial. Ein LTR 1040 und ein LTR 1220 bauen direkt am Tunnel mit. 2025 sollen die Armierungsarbeiten beendet sein. Bis die ersten Züge dann einmal durch den Copthall-Tunnel rauschen und in die Old Oak Common Station einfahren, werden schätzungsweise noch ca. 10 Jahre vergehen. Unser drittes Thema dieser Upload-Ausgabe ist die Energiewende. Klimaschutz ist ja in aller Munde und der betrifft nicht nur den CO2-Ausstoß von Maschinen. Ich möchte dazu jetzt mit 3 Experten von Liebherr sprechen. Und hier kommt auch schon der erste, Fuhrparkleiter Berthold Ströbele. Hallo Berthold. Hallo Martin. Berthold, dass Krane aus Ehingen mittlerweile vollständig mit HVO betankt werden können, ist ja keine Neuigkeit mehr. Doch alternative Antriebslösungen spielen ja nicht nur bei Großkranen, sondern auch im Mobilitätsmanagement eine große Rolle. Wie wirkt sich das denn auf den Fuhrpark aus? Also wir beginnen gerade mit dem Ausbau unserer elektrisch betriebenen Fahrzeuge. Wir haben eine Fuhrparkanalyse durchgeführt und haben die Poolfahrzeuge mal auf Reichweiten, auf die Nutzungsart geprüft und haben jetzt aktuell schon 17 elektrisch betriebene Fahrzeuge bei uns im Fahrzeugpool. Gerade eine stetig wachsende Belegschaft stellt ja das Mobilitätsmanagement vor große Herausforderungen. Wie ist das denn aktuell jetzt gerade im Ehinger Werk? Ja, also die stark steigende Anzahl unserer Beschäftigten stellt uns vor riesige Herausforderungen, vor allem im Parkraummanagement. Wir können aktuell nicht jedem Beschäftigten einen Parkplatz anbieten. Wir haben uns jetzt ein Mobilitätsmanagement-Konzept ausgearbeitet. Das beinhaltet eigentlich nachhaltige Lösungen für die Mitarbeiter, von zu Hause hier an den Arbeitsort zu kommen, ohne mit dem eigenen PKW anzureisen. Da wäre zum Beispiel ein Thema ein Mitarbeiter-Shuttle. Das nennt sich bei uns Mobility Plus Shuttle. Wir sind in eine Testphase gegangen und versuchen hier 340 Mitarbeiter aus Ehingen in einem gewissen Radius, 1 Kilometer um die Haltestelle, mit dem Bus 2x die Stunde ins Werk zu bringen. Der Vorteil für den Mitarbeiter in diesem Fall ist eigentlich relativ einfach. Er fährt schneller ins Werk, weil der Bus direkt ins Werk fährt und die Haltestelle direkt vor seinem Arbeitsplatz ist, anstatt dass er vom Parkplatz 4 bis zum Arbeitsweg laufen muss. Der Bus hat eine Sonderfahrgenehmigung durch die Stadt Ehingen, sodass er den Lipo-Stau morgens umfährt. Das heißt, da sparen wir uns mindestens 10 Minuten ein. Ansonsten als Benefit für den Mitarbeiter, der Bus ist kostenlos, fährt wie gesagt 2x die Stunde. Das sind so die ersten Ideen, wo wir drüber nachdenken und in die Umsetzung gehen. Klasse, also passiert eine Menge im Mobilitätsmanagement. Danke, ja. Berthold. Danke, Martin. Mobilitätsmanagement ist nur ein Bereich, wenn es um die Energiewende, um den Klimaschutz geht. Dieses Thema betrifft auch ganze Industrieprozesse und energieeffiziente Gebäudesanierung. Dazu treffe ich jetzt 2 weitere Experten. Christian Wölfle vom Industrieservice Elektrik und Jürgen Abele, Bereichsleiter für Industrieservice und Bau. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo Martin. Jürgen, was bedeutet denn die Energiewende und das Thema Klimaschutz für das Ehinger Werk? Sehr spannendes Thema, weil auch das Ganze momentan auch sehr stark aufkocht in der Bevölkerung zum Thema Klimaschutz, Umweltschutz, was können wir tun? Und wir sind hier seit zig Jahren schon unterwegs, was können wir tun, um regenerative Energiequellen zu schöpfen? Siehe hier das Beispiel Photovoltaik, welche wir auf dem Gelände auf 2,8 Megawatt erweitern wollen, dieses Jahr noch. Und es gibt noch Überlegungen, das noch weiter auszubauen. Spannend ist es natürlich auch, was macht der Gesetzgeber mit seinen ganzen Gesetzesentwürfen, wo er immer Änderungen durchführt. Der bringt hier dann ziemlich Verwirrung in das ganze Spiel. Und es ist auch dann sehr schwierig, diese Themen dann auch zu bearbeiten, um effizient hier zu sein.
Aber wir selber sind schon seit Jahren mit dem Thema Energie und Klima, was können wir dafür tun, Gutes. Und spannend wird es auch bei unserer Werkserweiterung im Industriegebiet Berg, wo wir gerade auch aktuell unterwegs sind. Auch hier werden wir versuchen, Akzente zum Thema Klima, Umweltschutz durchzuführen. Stichwort Energiekonzepte, die gibt es ja in vielen Bereichen hier im Werk, vor allem bei der Wärmeversorgung. Ja, die Wärmeversorgung, jeder meint, ja, für uns ist es wichtig, die Hallen und die Büros müssen immer gleich und fest gewärmt sein, sodass wir unser sogenanntes Wohlfühlklima haben. Dem entspricht das nicht. Unser Thema ist, wie können wir Wärmequellen nutzen, optimieren und noch besser werden. Und dazu spielen zum Beispiel Geothermieanlagen, Wärmepumpen, Abluftwärme von Absauganlagen oder selbst noch warme Rückgewinnung von Kompressoranlagen. Aber das sind Themen, wo wir auch hier bewirtschaften wollen und auch noch uns weiterentwickeln. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber wie gesagt, jetzt Stand der Technik entwickelt sich weiter und es bleibt spannend, was die Zukunft bringt. Christian, du bist als Gebäudeleittechniker hier in Ehingen tätig und damit hast du den Überblick über alle Energieverbräuche. Ja, also mit Hilfe unserer Gebäudeleittechnik können wir jedes Gebäude steuern. Dabei regeln wir im zentralen System nicht nur die Heizungen, sondern auch alle Beleuchtungen, Dachklappen, Kompressoren, Absauganlagen und sogar die Kühlschränke unseres Sanitätsdienstes sowie der Kantine. Vielen Dank euch zwei für diese spannenden Einblicke. Und ganz herzlichen Dank nochmal an Bertolt Ströbele. Bereits vor über 20 Jahren hat Liebherr damit begonnen, die Gebäudeleittechnik in Ehingen zu entwickeln. Also nicht erst seit gestern. Mit eingeflossen sind dabei stets neueste Technologien sowie eine eigene Entwicklung zur Regelungstechnik. In Abhängigkeit vom Tageslicht hilft sie bei der Nutzung von LED-Beleuchtung weitere 30% Energie einzusparen. Energiewende wird in Ehingen ganzheitlich gedacht. Vom Mitarbeiter bis zum Produkt, das am Ende bei gigantischen Projekten wie dem Windpark Baltic Eagle zum Einsatz kommt und grünen Strom fördert. Und das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe, denn dann schauen wir uns unter anderem die Neuentwicklung des Teleskop-Raupenkrans an. Bis bald!